Herzlich willkommen auf Teasy 2. Heute gibt es wieder ein Pool-Update. Heute wird es ein bisschen anderes Pool-Update sein. Wir haben ordentlich Zeitdruck heute, müssen richtig Gas geben. Und zwar geht es heute bei dem Poolbau darum, dass wir heute die Abdichtung machen. Das heißt, einmal von außen gegen die Schalsteine müssen wir das wasserdicht machen, nennt man das so? Wasserdicht machen. Dann kommen hier diese grüne, sind die grün? Styrodurplatten drauf und dann kommt noch die Noppenfolie drum, dass von außen her der Pool praktisch, ihr seht's hier, genau hier zwischen der Erde und dem Pool alles schön abgedichtet ist. Das wird heute unser Projekt sein. Ich zeige euch, was wir im letzten Video, das kam heute Montag, genau, keine Ahnung, wenn das hier kommt, gibt es ein kleines Update wieder, was wir das letzte Mal alles geschafft haben. Vater ist auch dabei, ist schon fleißig hier am Auspacken, weil hier neben, ich zeige es euch, mit diesem Zeug, wie nennt man das? Dichtschlemme. Mineralische Dichtschlemme. Mineralische Dichtschlemme. Hier wird schon alles angereichert. Ich zeige euch kurz, was der Up-to-Date ist, was im letzten Vlog noch eingeschaltet war. Und zwar könnt ihr es jetzt hier erkennen, die Treppe. War ich eigentlich zufrieden mit meiner Treppe? War die gut? War sehr gut. Ne, jetzt wird hier reingehasselt. Wie gesagt, heute wird es vielleicht einige Zeitraffer-Dinger geben oder so. Ich weiß noch nicht. Oder ich zeige euch am Ende das Ergebnis. Wir müssen nämlich echt hinklotzen. Hier nochmal für alle, die jetzt gerade neu anschalten. Das sind hier für die Scheinwerfer. Das sind die Einlaufdüsen. Scheinwerfer. Und hier oben rein kommt der Skimmer. Dieses Teil wird am Ende wieder ein bisschen aufgefüllt mit Beton. Und dann läuft die Geschichte. Und später gibt es noch ein kurzes Update, und zwar, das Dach ist draufgekommen. Da nehme ich euch später kurz mit hin. Und genau, zu der Garage gibt es noch ein Update, kann ich euch später zeigen. Und ja, wir müssen jetzt in den Schlamm, das heißt jetzt Gummistiefel anziehen, hier rein. Und dann, gib ihm, ne? Vollgas. Und noch ganz kurz, mit dem hier, wie nennt sich das? Habe ich mich auch schon wieder vergessen. Malerbürste, Quaste. Quaste, genau. Mit der Quaste wird es aufgetragen. Und was ist jetzt der Vorteil? Also, wenn bestimmt einige fragen, warum nimmt man nicht diese schwarze? Warum nimmt man jetzt das? Das ist nicht nötig, das Schwarze. Das ist jetzt eine Mischung, ein Gebinde. Da dürfen keine UV-Strahlen dran kommen. Und das haben wir ja. Das wird ja wieder abgedeckt mit der grünen Styrodur und mit der Erde. Und das ist auf einer mineralischen Basis und macht dann halt genauso dicht. Also ist Wasser undurchlässig? Wasser undurchlässig, es geht ja nur ums Dichte und warum mehr Geld ausgeben als wie nötig. Ne? Perfekt. Update, alle technischen Daten werden vom Baustelle leider reiner geklärt. Und ja, dann aber jetzt ab in die Gummistiefel und los geht's. Die erste Bahn ist durch. Überragend. Aktueller Zeitpunkt, sage ich, das war die dümmste Idee ever, ein Pool zu bauen, weil diese Arbeit aktuell einfach nur unnormal nervt. Das komplette Becken zweimal einzustreichen, ne, nervt unfassbar. Es ist so viel Matsch ohne drin durch den Regen wieder. Dieser Dreckslehmboden, sogar die Brille beschlagt. Da kannst du deine Gummistiefel zeigen. Samir ist aber auch wieder am Start, hat richtiges Schuhwerk an. Jetzt wird hier schon ein bisschen mehr beigefüllt. Da ist nämlich der Bodenablauf vom Pool. Und hier ist der ganze, jetzt wird es halt ein bisschen verdichtet dort unten. Hier sieht man schon die ersten Ergebnisse vom ersten Mal drüber gehen. Damit muss man wirklich jede Fuge zumachen. Und außenrum ist so viel Matsch. Wir haben jetzt Diele reingelegt, dass man der ganze Matsch rumläuft. Aber Jungs, ich sag's euch, es ist eine Katastrophe. Aktueller Zeitpunkt, wirklich, bin ich richtig abgenervt von dieser Drecksarbeit. Zumal der Tag heute echt stressig wird. Aber ja. Jetzt machen wir das Beste draus. Jetzt müssen wir nochmal die 8 Meter Seite machen und dann darüber wieder die 4 Meter. Und dann nochmal drüber. Wir pulvern alles rein, was wir haben, was soll's. Und jetzt schäppe ich mal hier das Zeug noch runter, dass das schön verteilt werden kann. Und ich bin wirklich platt. So, kurzes Update. Ihr seht, die Wand trocknet gerade. Da sind wir jetzt zweimal drüber. Jetzt sind die ganze Fuge und so, ist alles hier schön dicht. Hier kann später nichts mehr passieren. Und jetzt müssen wir das ganze Styrodur muss montiert werden. Aber hier montiert wir erstmal nur auf der Höhe von den Einlaufdüsen quasi bis hierher.
Hier kann man es gut erkennen so. Genau, weil dann wird aufgefüllt und dann kommt morgen der Poolbauer und macht die ganze Verrohrung fertig. Dies, das, ne? Ihr wisst Bescheid. Beim Skimmer können wir praktisch schon ein bisschen hochfüllen. Das geht easy peasy, können wir heute auch noch machen. Und die Seite können wir eigentlich komplett befüllen, ne? Weil dann laufen da oben nur, die Lampe laufen dann hier entlang, hier rüber und dann in den Pooltechnikraum. Das heißt, den Raum können wir komplett verfüllen. Das machen wir jetzt noch. Action, wenn es was Neues gibt, zeige ich es euch wieder. Mal gucken, wie das wird. Habe ich auch noch nicht gemacht. Das andere hat jetzt ganz gut geklappt. Meine Drecksarbeit hat mich wieder beruhigt. Jetzt freue ich mich wieder auf den Pool. So, ihr habt es jetzt gesehen, ne? Wir haben jetzt diese Styrodur angebracht, dann diese Noppenfolie und jetzt wird langsam beigefüllt und dann wieder verdichtet. Das habt ihr in dem Clip vorher gesehen. Sei mir dem Büffel hat das Ding durch die Gegend gezogen. Das wird jetzt, ja genau, ringsrum gemacht. Wir gehen jetzt auf die Höhe von den, seht man jetzt nicht, von den Einlaufdüse und dort, da drauf wird dann der, da kommt noch eine Sandebene drauf und da drauf wird der Poolbauer dann die Verrohrung legen, dass wir dann soweit ready sind hier, ne? Jetzt geht's auf der anderen Seite weiter. Alles hier rein, zack, 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 zack. Und dann geht's weiter. So, Jungs und Mädels, jetzt wieder zurück vom Stream. Am Pool hinne wird auch gearbeitet, aber auch hier nochmal auf Teasy 2. Vielen, vielen Dank. Unser erster FIFA 20 Demo-Stream. Ihr seid komplett eskaliert. Knapp 20.000 Zuschauer. Hat aber auch mega Bock gemacht. Da geht echt nochmal Liebe raus. Also, wer hier auch den Kanal abonniert hat und vielleicht unseren Hauptkanal Teasy Schubacher nennt, ist verlinkt. Freut uns immer. Und ich bin jetzt nicht am Pool. Da gehen wir jetzt gleich hin, was ich in der Zeit gemacht habe. Ich war so 2,5 Stunden weg, 3 Stunden. Sami und der Vater haben wieder gut hingeklotzt. Wirklich absolute Ehrenmänner. Ich bin echt froh. Besonders halt auch die Familie. Ja, dass die Familie so dahinter steckt und so mit durchzieht und auch ihre Freizeit da ja irgendwo opfert, ne? Ja, ist halt wirklich Wahnsinn. Also da kann man sich wirklich glücklich schätzen, da geht echt Liebe raus. Aber auch Samir, dass der hier so mitwirkt. Weil Samir hat den Rohbau gemacht, der hat jetzt mit dem Pool eigentlich jetzt wirklich gar nicht so viel am Hut, aber hilft uns trotzdem. Geht echt wirklich ganz, 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 ganz viel Liebe raus. Aber jetzt sind wir hier beim Dach. Ja, ne? Ich habe gerade hier mal eine kurze Einweisung bekommen. Allein schon faszinierend, wie diese Ziegeln hier verlegt werden. Hätte ich mir auch immer anders vorgestellt, dass sie noch befestigt werden. Klar, die werden hier irgendwie noch so zack, zack, zack. Diagonal. Ich bin leider kein Fachmann für Dachbau, noch nicht. Aber auch da werde ich mich reinfuchsen. Aber das ist sie geworden. Könnt ihr mal gerne sagen, wie ihr sie findet. Das ist die Allegra 10. Das ist auch Tonziegel. Die kommt hier aus der Region. Ich finde es immer besser, wenn man Firmen und generell Leute halt auch unterstützt aus der Region. Finde ich immer besser, wie jetzt irgendwie, weil die 2,50 Mark günstiger ist, irgendwo jetzt aus Frankreich hierher zu schiffen oder aus Norddeutschland oder so. Da unterstütze ich wirklich lieber die Firmen, die Geschäfte in der Region. Das wurde mir auch schon so in die Wege geleitet, sage ich mal. Bin ich auch dankbar dafür. Finde ich auch eine gute Sache. Auf jeden Fall Platin-Grau, Allegra 10 Tonziegel. Kann ich euch jetzt so nicht sagen. Die wird so verlegt, die kommt hier hoch, weil die Fenster, das kann ich schon verraten, die Haustür, das Garagentor, die Terrassenüberdachung, das wird alles DB703. Das ist so Titanfarben, Silbergeschichte, dies, das, Ananas. Ihr wisst, der Q8 ist auch in Daytona Grau. Ich fahre absolut auf die Farbe Grau ab. Also deswegen auch die Ziegel so. Gefällt mir mega gut. Ihr seht, Baustelle, es wird noch gearbeitet. Es ist jetzt auch echt schon wieder 19 Uhr. Jetzt noch ein bisschen Gas geben. Jetzt gehen wir mal in den Pool, gucken, was dort abgeht. Und echt Respekt, muss man wirklich mal sagen, an so Dachdecker, die dann jetzt hier auf den Dinger hier durchlaufen oder rumlaufen. Wenn man da vorbeitritt, da geht es tief runter. Da habe ich echt mega Respekt davor. Wir gehen jetzt trotzdem zum Poolbau, gucken, was dort abgeht. Ich glaube, da muss ich auch noch anpacken. Da kann ich euch auf den aktuellen Stand bringen. So, hier geht's jetzt weiter. Samir ist auch wieder da. Jetzt wird es hier gefüllt, wird hier Nebel dann wieder beigeschüttet. Da hinten sieht man noch ein bisschen das Styrodur durch und die Noppengeschichte. Dort hinten steht der Rüttler. Da wird das Becken wieder schön beigerüttelt und dann läuft da Hase. Und jetzt so in der Redaktion sieht man das doch schon mal ganz gut, wie groß das Beck ist. Ich wollte es eigentlich ein bisschen größer machen, aber der Mann dort unten hat mir es verboten. Gell, Vater? Wir wollten eigentlich 10 Meter, aber du hast gesagt nur 8. Samir hat schon 8 Meter. Ja, der kennt sich nur 16 Meter, dann doppelt raus. So, das wird jetzt so fertig gemacht heute und dann ist der Tag für heute auch fertig. Ich zeige euch am Ende nochmal das Ergebnis und dann war es das für heute. Jetzt nochmal aus der Nähe. Ne? Vater, also es täuscht. Ne? Der Vater schafft immer nur die paar Sekunden vor der Cam und wenn die Cam aus ist, dann bin eigentlich ich mal am Arbeiten. Wer glaubt an das? Ich glaube niemand hier. So, aber so sieht es jetzt aus. Die Überding wird einfach abgeschnitten dann. Ne? Ja. Genau, hier geht es auch weiter. Die Seite haben sie jetzt, das haben wir ja gerade schon von oben gesehen. Das sah mir unfassbar. Ich habe vorhin versucht, Bagger zu fahren.
Es ist unmenschlich schwer. Es ist wirklich, es ist unmenschlich schwer. Wisst ihr, welchen ehrenhaften Job ich bekommen habe? Diesel holen für die Rüttler und Zigaretten. Ich denke, das sagt einiges über meine Qualität aus. Ich denke, die werden aber hier ein bisschen unterschätzt. Alles besorgt, jetzt wieder zurück auf die Baustelle. Aber der Rudi, das Ohrschloch, ne? Hier der Truck, dem sein Tank, der ist größer wie vom Q8. Ich glaube, doppelt so groß. Ich glaube, die gehen über 100 Liter rein in den Truck. Aber richtige Truckerfahrer tragen die Mütze so rum. Jetzt wird Simon sagen, ich bin ein richtiger Truckerfahrer. So, und nun sind wir auch beim Ende von dem Vlog. Ich weiß, für den Kanal wirklich etwas untypisch. Bin jetzt hier im Studio, Simon ist gerade am Essen, am Schmatzen. Weiß ich gar nicht, ich hab so Hunger. War selbst auch auf der Baustelle. Ja, war selbst auf der Baustelle, weil ich übergebe quasi die Kamera jetzt von hier nach da, weil da kommt dann der nächste Vlog. Ja, und wie gesagt, so. Bei mir gibt's nur Essen. Bei Simon gibt's Essens-Vlog. Sorry dafür, dass ich euch das jetzt so zeigen konnte, aber gestern Abend wurde es echt zu spät. Einige haben das noch bei Insta gesehen, wie spät es war. Das war absolut krass. Es war so dunkel, ging gar nichts mehr. Dafür zeige ich euch das dann. Wieso werden wir da runtergedreht? Dafür zeige ich euch dann im nächsten Vlog, wie dann praktisch das alles am Ende jetzt außenrum aussah. Bis dahin dürfte auch der Poolbauer da gewesen sein. Da kann ich auch schon wieder ein bisschen weiter erzählen. Easy peasy, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt aber auch gerne mal hier in die Kommentare schreiben. Kann ich mal die Schnauze halten da hinten jetzt? Ja genau, schreibt es mal gerne rein. Mittlerweile ist auch schon das Dach drauf. Vom Haus drinnen selbst habt ihr noch nicht viel gesehen. Können wir auch noch ein Haus-Vlog drehen. Hobbyraum, dies, das. Schreibt es gerne rein. Lasst ein Like da. Folgt, abonniert TZ2. Wird uns mega freuen. Auch dem furzenden Frosch dort hinten, definitiv. Wird auch, wird's auch sehr, sehr freuen. Ihr wisst Bescheid. Schreibt einfach rein, was ihr sehen wollt. Das Dach ist drauf. Wir können euch alles zeigen. Und dann, push die Hase. Was geht's bei dir als nächstes da hinten? Warte, ich park auf. Wie geht's bei dir weiter als nächstes? Was zeigst du den Leuten? Weiß noch gar nicht. Laber doch keinen Scheiß, deine Vorsatzwand. Ja, stimmt, da mach ich ein bisschen was. Vorsatzwand, auf meinem Paket wird gewartet. Ja, genau, ihr könnt auch Simon gerne mal fragen, wo sein Schreibtisch ist. Fick dich. Ihr wisst Bescheid, haut rein, ciao, ciao.